Hallo Fotofreunde, eine neue Folge auf meinem Kanal und ja, ihr wisst ja, vor dem Intro muss ich euch immer ein bisschen anteasern. Es wird eine Hybridfolge werden und zwar werden direkt drei Bedürfnisse heute von mir bedient. Ja, warum ist es eine Hybridfolge oder eine Trilogiefolge ist doof, da müsste es drei Folgen geben oder drei Teile. Ich bin jetzt hier, wie man so schön sagt, on location. Im Hintergrund sieht man ja, aufgrund der Perspektive wahrscheinlich nur einen Zechenturm. Das ist die ehemalige Zeche Schlägel und Eisen in Herten und das ist eine sehr, sehr geile Fotolocation. Ich werde euch gleich mitnehmen. Und ja, so ein paar Stellen zeigen. Und warum habe ich gesagt, ist es eine Hybridfolge? Ich möchte eigentlich drei Dinge mit dieser Folge erreichen. Zum Ersten wird hier, wenn irgendwann mal die Corona-Geschichte sich normalisiert hat, wieder ein Workshop stattfinden, den ich mit Fotokoch anbieten werde oder auch schon angeboten habe. Und ich möchte natürlich vollkommen uneigennützig, wie ich bin, euch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Lust machen, mich auf diesem Workshop zu begleiten. Es ist eine On-Location-Geschichte, ein Porträtshoot mit einem Model und ich werde euch jetzt gleich mitnehmen und in der Location, in dieser ja, Zeche, ihr seht, hier sind einige Gebäude, in dieser Zeche gibt es eine Event-Location, die kann man auch buchen. Die hat Fotokoch für euch gebucht und für mich, damit wir da eben Workshop durchführen können. Und zum Ersten möchte ich euch halt ein bisschen ja, den Mund wässrig machen, dass wir ja, zusammen da einen geilen Workshop mit dem Model haben. Das ist der Punkt 1. Punkt 2 soll so ein Tutorial Light für euch werden. Porträtfotografie on location mit Available Light. Punktuell werden wir aber auch ein Blitzlicht einsetzen oder Dauerlicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich eingepackt habe. Um euch einfach mal zu zeigen, was kann man machen on location? Wie lese ich Licht? Von wo kommt das Licht? Wie kann ich es mir zunutze machen in der Porträtfotografie? Also Punkt 2 so ein Tutorial. Und Punkt 3, ja, ich möchte euch einfach diese sehr, sehr geile Location vorstellen, weil man kann sich ja auch selber einbuchen als Fotograf, um dort zu shooten. Aber vielleicht auch, wenn ihr vorhabt zu heiraten, zu feiern oder sonstige Dinge zu tun, die sogenannte Schwarzkauer Event Location, die verlinke ich euch auch natürlich in den Shownotes. Kontakt werde ich auch darunter schreiben, wenn ihr eine Veranstaltung plant, wenn ihr ein Shooting plant oder sonstige Dinge, wo mehrere Leute an einer wirklich genialen Location zusammenkommen sollen, müssen, können, dürfen. Kommt jetzt einfach mal mit auf eine kleine virtuelle Tour online in diese geile Location Schwarzkauer Zeche Schlägel und Eisen. So, wir haben uns jetzt nochmal verändert, weil ich habe ja gerade nur berichtet, dass es hier einen Zechenturm gibt und links ist, denke ich, der ältere und rechts der neuere. Wenn meine Recherchen stimmen, wurde bis in die 90er hier noch die Kumpels noch unter Tage gefahren. Ja, wie man an meiner Sprache hört, bin ich natürlich auch ein Kind des Ruhrpotts und umso mehr freue ich mich heute über diese Folge, dass wir hier, ja, wo die Kumpels unter Tage gefahren sind, eine Folge drehen können. Und ja, bevor ich jetzt zu viel Unwissendes verbreite, gehen wir tatsächlich mal in die Location rein. Jetzt sind wir in der Location angekommen, von der ich gerade schon geschwärmt habe. Wo genau wir hier sitzen, das zeige ich euch gleich, das sage ich euch gleich. Uns ist eins nochmal wichtig, jetzt zu der Pandemiezeit muss man Sorge tragen, das ist vollkommen korrekt. Und ich habe nur große Brennweiten eingepackt. Das heißt, selbst wenn ich wollte, könnte ich mich dem Model gar nicht auf unter 2 Meter nähern, weil die Brennweiten es nicht hergeben. Also, nur damit ihr nicht Sorge tragt, wir halten uns hier an geltende Vorschriften. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, zeige ich euch den ersten Spot, wo wir jetzt shooten.
bin Lilly. Wir versuchen hier heute ein bisschen zu fotografieren. Das Ganze machen wir sehr weitwinklig mit einem Available Licht und mit, ich glaube, einer relativ geraden Linienführung. ja. Wir arbeiten mit einem Objektiv 3514 und Vordergrund macht weiß gesund. Das wird unser erster Set hier sein, den wir auch im Workshop mit euch bearbeiten werden. Das ist der Thekenbereich hier in der Schwarzkauer Event Location. Und was die Lilly gerade schon sehr charmant euch mitgeteilt hat, die Bildidee ist hier folgende. Wir arbeiten hier nur mit Available Light. Ihr seht gerade, das kommt quasi von mir gegenüber in mein Gesicht. Und wenn ihr on location mit Available Light arbeitet, überlegt euch, wie ihr das vorhandene Licht formen könnt. Richtet das Licht. Und hier haben wir schöne, schwere rote Vorhänge. Wir haben die alle zugezogen und haben jetzt tatsächlich nur ein großes Butzenglasfenster. Ne, ist glaube ich kein Butzenglas. Ist auch ganz egal. Auf jeden Fall haben wir nur eins aufgemacht und dadurch steuern wir das Licht, was einfällt. Wir richten es. Jetzt ist die Kunst natürlich, unser Model auszurichten, dass das, was hell sein soll, Licht abkriegt. In der Regel ist es das Gesicht beim Porträt und das versuchen wir jetzt natürlich auch bei dieser Aufnahme zu machen. Würde ich jetzt leicht den gleichen Winkel bemühen, den ich jetzt bei dieser Aufnahme mache, wäre das Porträt vielleicht ein bisschen langweilig. Obwohl ihr seht, auch hier in dieser Aufnahme haben wir so ein bisschen schon den Thekenbereich im Anschnitt. Spielt mit Schärfenebenen im Bild. Dieser doofe Spruch, Vordergrund macht Bild gesund, besagt ja nichts anderes. Ihr schafft euch künstlich in der Bildkomposition einen Vordergrund, der unscharf ist und unser Auge unter anderem als bildführendes Element reagiert auf Schärfe. Schaut euch mal ein Bild an. Ihr werdet zuerst dahin gucken, wo das Bild scharf ist und nicht da, wo es unscharf ist. Und so kann man gezielt ja, die Blickführung nachher im Foto steuern. Ich persönlich werde mich jetzt gleich links hinstellen. Da, wo ich jetzt bin, kann die Lilly viel besser rumstehen als ich mit ihrem Bierchen. Und ja, ich werde sehr weitwinklig arbeiten, hat sie auch gerade schon gesagt, auf 35 mm mit 1,4. Weil dann können wir natürlich diese Freistellung, diese Tiefenschärfe noch mehr forcieren. So, und ich möchte euch auch gar nicht zu viel verraten, weil ich will ja auch, dass ihr auf meinen Workshop kommt. Deswegen könnt ihr uns jetzt ein bisschen über die Schulter gucken, weil jetzt geht's los. PS, Lilly hat mich jetzt gerade als Objektivkennerin darauf aufmerksam gemacht, 35 ist ja gar keine große Brennweite. Ist das denn Corona-konform? Ja, deswegen, weil ich ihr mit der Brennweite nicht auf die Pelle rücke, sondern ordentlich Abstand halte, weil ich will ja eben den Thekenbereich mit reinkriegen. Also, alles gut. Ich muss noch eine Info kurz nachsteuern. Ihr habt gesehen oder vielleicht auch nicht, spätestens an den Fotos werdet ihr sehen, dass manche Bilder heller ausgeleuchtet sind und manche weniger hell. Tatsächlich habe ich eine kleine Videoleuchte benutzt. Ich zeige jetzt mal exemplarisch dieses Handy, aber es leuchtet lustigerweise auch, habe ich gar nicht vorbereitet. Und das Model noch ein bisschen Hauptlicht gesetzt, wie man so schön sagt. Muss zwar einhändig dabei fotografieren, aber man sieht eindeutig, macht direkt einen ganz anderen Bildlook. Welchen man geiler findet, das vermag ich nicht zu sagen. Ich kann mich da auch nicht entscheiden. Also man kann sich auch mit kleinen Gadgets, wie der Engländer sagt, durchaus behelfen. Es muss nicht immer eine teure Softbox sein, sondern zur Not halt auch ein kleines Videolichtchen oder auch das Handylicht. In dunklen Räumen macht so eine kleine Lichtquelle durchaus einiges an ISO-Werten weg. So, und jetzt geht's zum nächsten Spot. Wir wollen jetzt hier
diese lange Flucht mit ins Bild einfangen. Das machen wir mit einer 105er, 200er für eine lange, ich weiß es nicht mehr. Ein bisschen blöd ist jetzt, dass hinter mir so viele Geräte stehen. Wir wollten eigentlich einen sehr cleanen Look haben. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass ich korrespondierende Farben trage. Jeans unten, Jeans oben. Für was ist das jetzt überhaupt wichtig, dass ich Jeans trage? Natürlich, weil das korrespondiert mit der hellen Wand. Gerade gesehen, die Lilly kann nicht nur ganz hervorragend vor der Kamera agieren. Die kann euch auch ziemlich genau das erklären, was wir jetzt hier machen. Ja, dieser lange Gang, da möchten wir die Flucht, die Struktur der Fliesen einfangen. Und auch hier, lass uns mal das Licht bewerten. Was haben wir hier für Licht? Ja, hier komme ich jetzt so ein bisschen Seitlicht von hier. Aber eigentlich haben wir nur von der anderen Seite Licht. Das heißt, wir müssen die Lilly gleich auch so zum Posen bekommen, dass wir ihr Gesicht wieder ausleuchten. Dabei würde ich jetzt gerne die Fußbodenstruktur noch mit ins Bild einbauen, aber auch die Wandstruktur. Das ist übrigens der Raucherbereich hier. Also wir gehen hier echte Risiken ein, weil wir alle Nichtraucher sind. Einfach so bleiben, wenn man geht. Nicht zum Fenster, sondern so wie der Kopf jetzt ist, aber auf dem Fußboden vor dir. Genau, und das ruhig mal die Haare, die auf der Wandseite sind. Ja, kurzer Nachtrag zu dem Set. Ich habe jetzt tatsächlich nur dieses schlanke Objektiv benutzt. Allerdings hatte ich Lilly so ausgerichtet, dass sie immer in Höhe von den Fenstern stand, um halt noch ein bisschen Licht ins Gesicht zu kriegen. Und eigentlich hätte sie noch weiter nach hinten schicken müssen, weil ein 200er, damit sie ganz Körper drin ist, ist schon echt lang. Aber ich wollte den Exoten hier auch mal zum Einsatz kommen lassen. So, zweiten Set haben wir gerockt. Ihr seht hier auch gerichtetes Licht nur von einer Seite. Hier kann man schön mit den Tiefen, mit den Linien spielen, wie ihr in den Bildern gesehen habt, sowohl Wandlinien als auch Fußbodenlinien. Ja, kein Hexenwerk, wie man sagt. Weiter zum nächsten Spot und da werden wir halt erstmal ein Blitzlicht einsetzen. Leute geduscht. Heute sitze ich hier in Schick, in einer super trashigen Umgebung. Wir versuchen gleich ein bisschen mich von oben zu fotografieren. Das heißt, Pepsi wird oben sitzen oder hängen und ich versuche einzufangen und die Balken dabei auch anschneiden. Warum erklärt ihr euch bestimmt viel besser? Richtig viel kann ich da gar nicht, möchte ich auch gar nicht zufügen. Ihr seht, das Model lernt super schnell dazu. Und ja, die Lilly hat es auf den Punkt gebracht. Tatsächlich versuche ich jetzt gleich ins Gebälk so ein bisschen zu krabbeln, um halt diese alte Bildgestaltungsregel, Vordergrund macht Bild gesund, auch hier wieder anzuwenden. Besonderheit ist hier, weil es sehr, sehr dunkel ist, wir haben ja fast kein Available Light, dass wir das Licht, was wir jetzt auch zum Einleuchten von uns benutzen, ein Hauptlicht setzen. Wir bedienen uns da so halb schrägen Marlene-Dietrich-Licht, also es wird von oben runter geblitzt werden. Halb schräg, ihr seht, da müsste jetzt ein relativ harter Schatten sein. Ist da ein harter Schatten? Ja, oh, das kann kein Zufall sein. Also da ist ein relativ harter Schatten. Vielleicht noch ein Wort zum Lichtformer. Ich benutze hier ja, diese mitgelieferten Öffnungen, die nicht so groß sind, habe aber eine Wabe drin. Was macht eine Wabe in der Lichtformung? Die Wabe bündelt das Licht und streut es nicht so sehr. Das heißt, in dem Bereich müsstet ihr sehen, dass das Licht ein bisschen abnimmt. Ich möchte genau an dieser trashigen Geschichte so ein bisschen das Ambient Light hier von Omas Stehlampe mit einfangen. Ich möchte auch nicht allzu viel Reflexion auf der Fliesenwand haben. Es geht um Lilly, dass sie gleich ordentlich ausgeleuchtet ist. Ja, ist übrigens auch ein Set, der bei uns im Workshop viel Anklang findet. Falls ihr nach Corona den mal buchen möchtet. So.
I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Einmal machen wir ein Set hier auf dieser Bank. Einmal gehen wir hinten zu einem Spiegel. Und Nummer 3 habe ich vergessen. Ich habe eben schon so viel geredet. Hier ist es ziemlich schwer, weil von überall Licht kommt. Den Rest erzählt wer anders. Ja, hier sind wir jetzt in der sogenannten Weißkaue. Weiß deswegen, weil hier sind die Bergleute mit sauberen Klamotten hingekommen und haben die an diesen Ketten zur Decke gezogen, damit sie dann durch die Dusche in die Weißkaue, in die Schwarzkaue gefahren sind. Und das Geräusch, was ihr hört, das ist überhaupt nicht schlimm. Lilly, komm ruhig ran. Das sind die Fußbekleidung von Lilly, die jetzt nämlich das vierte Outfit angezogen hat. So, was machen wir? Lilly sagte schon, wir werden 3 Sets wirklich quick and dirty machen, weil ich will euch ja auch nicht alles verraten. Wir werden jetzt einmal die Flucht der Bank nehmen. Ich habe diesmal einen 105er. Dann werden wir ein bisschen am Spiegel machen und das letzte ein bisschen Gegenlicht, weil Lilly hat so tolle Haare und da möchten wir so ein paar Haarlichter machen. Ja, auch wenn ich jetzt unscharf bin, egal, wir legen los. Das kannst du, ja, genau, drauf zeigen, ist auch immer cool. Wir haben es geschafft und die Endaufnahme möchten wir natürlich zusammen beschreiten. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei. Sehr viel Spaß gemacht. Lilly hat das wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht und am Ende möchte ich nochmal sagen, bis heute Morgen war gar nicht klar, dass wir heute hier zusammenarbeiten, weil das Model, was eigentlich vorgeplant war, nicht konnte, kurzfristig abgesagt hat und gnädigerweise, aber ist halt super. Kurzfristig ist Lilly eingesprungen, das ist super geil und ich finde, sie hat echt abgeliefert. Du hast das Schlusswort. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.